Grüße miteinander. Wir machen uns weiter auf den Weg zur Diamantensuche und der nächste Diamant ist eigentlich ganz in der Nähe. Was heißt eigentlich? Er ist in der Nähe. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo reinrenne, wo es ungemütlich wird. So, wir haben einen von sechs. Ja, die magische Zahl. Das erste Mal freue ich mich nicht über die magische Zahl, nämlich weil es einfach peinlich ist, ne? Also so viele Diamanten auf so einer kleinen Karte nicht zu finden. Aber wie gesagt, also wenn ich mich recht erinnere, ist das hier auch eine der Karten gewesen, wo ich wirklich spät nachts noch herumgeeiert bin. Und da kann es schon mal passieren, dass einem auch mal der Geduldsfaden platzt und man ganz einfach sagt, so von wegen, fuck this shit. Ah, guck mal, ich sehe es schon. Ja, genau, da vorne müsste es sein. Dass man sagt, fuck this shit. Frechheit! So, also wo ist Porzellau? Wo ist jetzt das, wo ist jetzt der Diamantenkoffer? Ich sehe Unrat, aber ich sehe keinen Diamantenkoffer. Wo scheint der zu sein? Da vorne noch weiter. Ja, Facecam steht wieder komplett davor. Wie kann das sein? Ach, da oben wahrscheinlich dann. Moment mal. Ich bin jetzt gerade etwas out of clues. Bin ich jetzt komplett blind oder was? Er müsste genau. Ach, das ist gar kein Diamant. How is this even possible? Diese Kinder bei der APR oder auch der UFLL oder wer sich sonst noch diese verdammten Radiosendungen anhört. Bantuwe, Tambossa, ich weiß nicht mehr wer. Sie sind sowieso alle gleich. Scheiß Kerle mit glasigem Blick, die jede Propagandalüge hochjubeln, die man ihnen vorsetzt. Es ist absurd. Diese Typen sind doch schon tot. Sie blasen sich gegenseitig weg für jemand anderen. Tambossa, Bantuwe, die UFLL, die APR. Da geht's nicht um Widerstand, nicht um Freiheit oder Arbeit. Es gibt keine Ideologie, nicht mal den nötigen Siegeswillen. Es ist sinnlos, völlig sinnlos. Selbst wenn wir sie alle umbringen würden, würde das irgendwas ändern? Nö, nicht wirklich. Ich habe ja schon zwei von denen umgebracht. Nee, also da drüben auf der Karte sehe ich jetzt aber auch, da ist ein gelber Kreis und ein blauer Kreis. Das heißt also, oh, ich. Ja. Zufällig auch noch ein Band gefunden, Bantuwe gefunden. Also hier bin ich dann vor 5 Tagen nicht gewesen. Interessant. Ja, seht mal, das ist doch ganz und gar nicht uninteressant, das Ganze hier. Aber wo ist der Diamant? Das ist interessant. Wo ist der Diamant? Ich muss gleich die Facecam umgestalten, oder ich muss. Warte. Ah, nee, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Nimm mal die Karte weg. So. So, dann haben wir nur noch 4 auf dieser Karte. Davon einer allerdings, den werden wir uns jetzt dann wahrscheinlich als nächstes vornehmen. Der wird ein bisschen haarig werden, weil da sind wir auf offenem Feld und ich weiß noch, da hat uns sowieso schon mal ein Raketenwerfervogel unter Feuer genommen. Wenn ihr genau in die Mitte von der Karte guckt, warte, Moment, nee, ich muss ja mal raus. Wenn ihr genau auf die Mitte von der Karte guckt, da seht ihr ein Munitionslager. Ja. Nee, wir holen uns erstmal einen anderen. Hier ist nämlich noch einer in der Nähe. Alter, hier ist nicht nur einer in der Nähe. Hier sind ganz. Ja, komm, 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 komm. Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich. Ja, wir sind schon wieder ganz in der Nähe vom nächsten. Die Diamantenkonzentration auf dieser Karte ist wirklich atemberaubend. So. Ich muss nur gut im Auge behalten, wie viele wir schon haben. Nicht, dass ich hier suche, während. Und ich will nicht ständig irgendwie hier auf der Karte rumeiern. Also darüber auf die Karte gucken, hier auf die Karte gucken. Läuft denn auch alles? Ja, da achte ich schon gar nicht mehr drauf. So, eigentlich müssten wir gleich da sein. Ah ja, guck mal da.
Ja, geradeaus. Geradeaus. Ah ja, da ist irgendein Feuer. Da wird es dann wahrscheinlich sein. Jo. Check, Digga. So, das waren ja jetzt 3 von 6. Jetzt brauchen wir noch 3. Davon ist einer, der da in der Mitte. Dann haben wir noch einen da in der Armbeuge. Und dann nochmal. Ja, da auch noch einer. Also einmal da. Einmal da in der Mitte und einmal da oben. Ja, also dann würde ich sagen, holen wir uns zuerst den unten. Das ist wieder so einer von der Sorte. Ach du Scheiße, ja. Das ist wieder einer von der Sorte. Ach du Scheiße. Ich sehe auch schon. Nimm mal die Karte weg. Ich müsste hier mal einen Raketenwerfervogel aus dem Weg räumen. Nein, nicht mit dem Pfeil. Ja, komm. Ja, jetzt kommt ein Auto. Toll. Wenn ich Glück habe. Kann ich das hier. Zumindest einigermaßen gewaltfrei regeln. Schau. Ich mach mich mal weg hier. Alter. Nö, ne? Ja, diesen Wachposten da unten, da hatten wir auch schon Spaß. Da haben wir mal feurige Vergeltung geübt. So, ja. Ja, der Vogel versucht an mich ranzukommen, aber das wird ihm nicht unbedingt gelingen. So, und ja, wir müssten eigentlich da unten rein, wo das Safe House ist. Nimm mal die Karte von der Nase weg, weil ich sehe das so, dass das Autochen hier wahrscheinlich irgendwo auf uns wartet. So, ich muss trotzdem auf die Karte gucken. Wir müssten eigentlich einmal hier so rüber. Ja, hier haben auch schon legendäre Begebenheiten stattgefunden. Zu Zeiten, als uns Diamanten noch geflissentlich am Anus vorbeigingen, oder besser gesagt eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Ja. Wer hätte das gedacht, dass ich eines Tages hier mal Sammelquesten-Freddy werde? Zumal, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich bin eigentlich in Sammelquesten-Dingen noch schlechter als im Autofahren und im Ballern. Hier hinten in der Armbeuge soll auch ein Diamant sein. Und mich wundert es eigentlich, dass ich hier nicht geschaut habe, weil guckt mal, so eine Ecke, das ist ja eigentlich normalerweise das typische. Sonny sagt, da ist auf jeden Fall einer, ne? Ja, genau. Hat er aber nicht gemacht, weil er müde war wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist auch egal. So, wir haben 4 und somit nur noch 11. Also 2 auf dieser Karte, 11 insgesamt. Ja, ich weiß nicht, das aufaddiert alles. So, wie komme ich jetzt am besten? Ich müsste jetzt auf die komplette Mitte der Karte rüber. Ja, ich muss einmal genau wieder rundherum aufpassen, dass das Raketenwerfer-Sniper-Vögelchen sich nicht revived hat. Ja, und wie gesagt, wir gehen jetzt auf ein ziemlich offenes Feld, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es da gefährlich werden könnte. So, einmal das, einmal das. Ich mache mal lieber Folgendes, weil das Ding ist, wir können es uns hier wirklich nicht erlauben, dass es Nacht wird. Ich sorge mal lieber dafür, dass wir einen vollen Tag haben. Also hier ist es jetzt einigermaßen nicht so, dass wir unbedingt
entgegen müssen, wo wir kämpfen müssen, aber das wird nachher noch anders. Ich sage nur, Mann, die Stimme versagt. Ich sage nur, wenn wenn du dich hier so ein bisschen auskennst und das Ganze mitverfolgt hast, dann weißt du, dass es hier unten im Süden ein Kartenquadrat gibt, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Und zwar, weil es dort jemand mit einem Mörser gab. Der sitzt auf einer Insel und nimmt einen wunderbar unter Feuer. Ganz in der Nähe sind einige sehr gut besetzte Gebäude. Sagen wir es so. Ja. Also, der eine oder andere wird jetzt wissen, worum es geht. So. Oh Mann, wenn das mit der Stimme nicht besser wird, muss ich gleich Feierabend machen. Gut. Das hatten wir auch schon öfter, den Spaß. Ich würde gerne da oben durchgehen. Dann nach Norden. Ja, 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 das dürfte funktionieren. Wir haben noch zwei Diamanten, müssen wir noch. Zwei Diamanten müssen wir noch auf diesem Kartenquadrat. Und dann ist das Kartenquadrat der Schande auch erledigt. Ja, also ich finde es wirklich eine Schande, dass hier so viel übrig geblieben ist. Es ist das Quadrat mit den meisten Diamanten, die übrig geblieben sind. Und es sind so viele Ecken, wo ich ganz einfach sage, normalerweise wären das meine Signaturecken, wo ich suchen würde. Aber ich habe es nicht gemacht. Halt mal runter. Wenn das Raketenwerfervögelchen wieder am Start ist. Moment. Ah, wir sind schon daran vorbei. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir eigentlich nur es schaffen, hier durchzukommen, ehe der Patrouillenwagen wieder kommt. Ja, und wenn er kommt, dann kriegt er einen Pfeil in den Kühlergrill. Ganz einfach. So. Also, das die weite Fläche da auf der Mitte. Ja. Upsi. Hast du gesehen? Was für eine Fockerie? Stirb. Boah, weg. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mach mich hier einfach weg. Alter. Gut. Ach, dieses Stück Mist. Moment. Den hole ich mir. Ja, come on, come on, come on. Was? In die Eier. So. Ja, jetzt haben wir alles in der Umgebung aufgeweckt und hier ist eine Menge zum Aufwecken. Come on, come on, come on. Wie er sich drum gerissen hat, ne? Die kleine Bitch, die er ist, so. Nö, nicht nochmal schlafen, aber hier ist... Ach nö, ich habe gar nichts abgekriegt. Das ist ja ein Ding. Moment. Ich dachte, ich wäre schwer verletzt und hätte... Es kann aber kommen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil da ist ein Waffenlager und da ist nämlich auch ein Vogel mit einem Raketenwerfer auf dem Berg. Die sind hier überall, das wissen wir ja, ne? Also hier ist sozusagen Raketenwerfer-Metropole und das müssen wir uns nicht antun. Ja, ich sollte bald auch mal wieder Waffen wechseln, glaube ich, weil wir haben sie jetzt doch einige Male benutzt. So, da auf der Mitte, da ist ein Diamant. Wundert mich eigentlich auch, da sind wir auch schon ein paar Mal durchgelaufen. And it's a wonder that we haven't found this one. So. Ja. Gut. Auf geht's. Ja, ich warte eigentlich nur auf das typische pfeifende, knallende Geräusch eines Raketenwerfers, weil da hinten sitzt einer. Das weiß ich. Ich wäre froh, wenn wir den nicht über den, wenn wir den nicht kennenlernen müssten. So, müsste eigentlich da sein, ne?
Nee, noch nicht. Es ist eigentlich eher in die Richtung. Ich sollte doch lieber die Karte rausholen, aber ich habe hier irgendwie ein bisschen Schiss mit A. Guck mal da. Ja, da. Einfach so, auf dem Feld. So, vorletzter Diamant auf diesem Planquadrat. Und wir brauchen noch 10. Ja, wenn das mal funktionieren wird. So. Jetzt gibt es noch einen. Und wir befinden uns ziemlich genau auf dem Weg dorthin. Ich sehe allerdings da unten fährt ein Patrouillenfahrzeug. Das hier fällt mal ja nicht. Ja. Ich hoffe, der kommt da jetzt nicht unten den Weg lang. Ja, ich will nur an diesem Checkpoint da möglichst schnell vorbei. Ach, da sind auch noch solche Termitenhügel. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Ja, und der nächste Fundort ist auch wieder so, wo ich einfach sage, wie konntest du das nur... Also nicht der Teich da vorne, nein. Komischerweise mal nicht. Den habe ich aber wahrscheinlich auch untersucht. Und dann habe ich nichts in der Nähe untersucht mehr. Weil wenn da nichts ist, dann ist überhaupt nirgendwo hier noch was. Tja, think again. Gut. Ja, ich hoffe wirklich, ich habe die richtigen Zahlen auf meiner Karte aufgeschrieben und ich hoffe, ich habe kein Quadrat übersehen. Das würde mich wirklich ärgern. Aber wisst ihr, dann würde ich das auch so machen, dass ich vielleicht das Material erstmal durchschaue und sehe, wo ich den Fehler gemacht habe. Was mich vor allen Dingen interessiert, das ist, haben wir genügend Diamanten am Ende? Ach ja, den hier hatte ich dann auch geholt irgendwann, glaube ich. Der war hier oben in der Ecke drin. Schaut mal, diese Einbuchtung, das ist ja eigentlich so typisch. Habe ich gerade eine Sniper-Bullet einschlagen gehört? Ah ja, guck mal. Da liegt er einfach mitten auf der Heide. Hossa. So, unter 10. Ich mag gar nicht auf meine Karte gucken, weil ich befürchte, ich habe mich vertan, wenn ich da... So, die nächste Sache wäre, wir müssten nach Süden. Na prima, wir müssen nach Süden. Wisst ihr eigentlich, das ist eine der ungemütlichsten Ecken, aber wir werden noch nicht auf der ungemütlichsten Ecke heute sein. Jetzt gleich. Auf gar keinen Fall nach Seppuku, das wäre Seppuku begehen. Seppuku habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, okay, es war nicht ganz so schlimm. Es gab schlimmere Gegenden. Ja, wir müssen ziemlich nah dran vorbei. Das gefällt mir nicht. Vor allen Dingen, ach, ich höre schon den Sniper, der hat ihn schon auf dem Schirm. Oh, der kann mal wieder sehr, sehr weit gucken. Ach, Mann, jetzt hör doch mal auf mit deinem Corona, Digga. So, stell dich nicht so an. Wir hätten oben mal beim Lieblingswaffenhändler vorbeigehen sollen. Jetzt hör auf, rumzuballern. Scheiß Sniper. Ach, nö, ne? Wir müssten eigentlich bald aus dessen Blickfeld raus sein. Ach, wisst ihr noch, hier haben wir mal Zebras überfahren. Ach, was für... Und hier ist eigentlich auch ein Sniper-Nest am Start. So. Runter. Ich höre nämlich, da brummt was. Ach, Lada. Die hören sich mal an wie Rennwagen. Lass mich mal gucken. 1, 2. Ah, scheiße, ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht zählen, während hier so ein Kackfrosch rumfährt. Ja, ach, das sind mehrere gleich. Na, ist ja toll. So.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 15 Diamanten. Check. Okay. Eins kann ich gleich sagen, die mittlere Karte, Musate Selau alias Metomaro, kein Diamant übrig. Da haben wir alle. Ja. Was mich allerdings auch nicht wundert, weil ja, da war es ja, wo der liebe Todde das einzige Mal Fehlalarm gegeben hat, nämlich dass ich einen Diamanten am Busbahnhof übersehen hätte oder vergessen hätte. War nicht der Fall, war einfach nur, dass das Symbol drüber lag. Ja. Danke Ubisoft, da habt ihr uns ordentlich in die Irre geführt. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Und die nächste Karte, da wisst ihr vielleicht noch, da hat die gute Flora mal Feuer gefangen. Und hat ganz ekelhaft geschrien. Und da steht nämlich ein Raketenwerfer-Sniperchen. Und ich weiß auch, wo er steht. Und den würde ich mir diesmal gerne präventiv holen. Hierzu müsste ich jetzt mal das Safe House sehen. Ah ja, genau. Hier ist die Raketenantenne, wollte ich gerade sagen. Und da unten steht der Typ mit dem Satellitenwerfer. Ja, genau. Also, den haben wir mal durch Zufall entdeckt. Der stand da einfach irgendwie in der Gegend rum. Rail Exing. Ja, hier sind exakt zwei Diamanten. Ja, ich müsste erstmal die Karte umschalten wieder. Freunde, und es ist ja gerade wunderbar Zeit, die Folge zu beenden. Ja, es ist gerade wunderbar Zeit, die Folge zu beenden. Ich sage ciao mit F wie Folgenende und wir sehen uns übermorgen mit auf einer neuen Karte. Da werden wir dann hier die zwei Diamanten. Oh, halt mal. Halt mal. Die Vögelchen mit dem Autochen sind hier wieder unterwegs. Ja, guck mal, da. Schnauze. Alter. Ja. Schau mal, Effi Feuer. Ich gehe mal hier raus. Ja. Okay. Ich bin hier raus.